Es ist schon bekannt, dass Kinofilme, Serien und mittlerweile sogar die sozialen Medien einen großen Einfluss auf den Kaufverhalten von Tierhaltern haben. Laut einer Umfrage haben 15% der Besitzern von Katzen mit gekürzter Nase, wie zum Beispiel die Perserkatze, ihre Tiere über die sozialen Medien gefunden und gekauft. Kranke Tiere werden immer häufiger Modetrends unterworfen und somit immer beliebter. Ein gutes Beispiel dafür ist die Scottish Fold, auch Faltohrkatze genannt. Sie hat schon als Welpe gefaltete Ohren, die schon ab der dritten Lebenswoche sichtbar werden. Der Grad der Faltung lässt sich jedoch ab der sechsten Lebenswoche ermessen. Die Scottish Fold-Katzen leiden an einer schmerzhaften und unheilbaren Erbkrankheit und die Faltohren sind ein Anzeichen dafür. Ursächlich hierfür ist ein Gendefekt, der zur Beeinträchtigung des Knochenwachstums und der Knorpelbildung führt. Infolgedessen verliert der Ohrknorpel an Rigidität, kann die physiologische aufrechte Stellung der Ohrmuschel nicht mehr gewährleisten und kippt nach vorne. Da Ohren für Katzen sehr wichtig sind, um mit ihren Artgenossen Kontakt aufzunehmen, wird durch die Faltohren diese wichtige Kommunikation mit anderen Katzen gestört. Typischerweise äußern sich die Störungen des Knochenwachstums und der Gelenkentwicklung durch eine eingeschränkte Beweglichkeit, Lahmheit der Hintergliedmaßen sowie ein mangelndes Interesse zu springen und zu klettern. Auch wenn die Symptome zunächst nicht so deutlich sind, beginnt die Erkrankung bereits im Welpenalter. Die Tiere bewegen sich immer weniger, sie vermeiden hohe Sprünge und werden im Laufe der Zeit aufgrund der Schmerzen bei Berührungen aggressiver. Entropium ist eine genetische Erkrankung, die dazu führt, dass ein Teil des Augenlids gedreht und nach innen gefaltet wird. Insbesondere Katzenrassen wie Scottish Fold, deren Hautfalte im Nasenbereich ausgeprägt entwickelt ist, scheinen gehäuft davon betroffen zu sein. Hauptsymptome sind Reizungen und Kratzer auf der Hornhaut, die sogar zu Hornhautperforationen führen können. Obwohl Tierärzte und Tierschützer weltweit schon seit Jahren warnen, dass die vermeintlich niedlichen Bilder von kranken Katzen zu einer Normalisierung der Krankheiten führen werden, wächst die Popularität der Tieren mit Abnormalitäten und regt die Zucht dieser an. Solange die Strafverfolgung von Qualzucht nicht klarer und strenger angesetzt wird und es keine konkrete Definition von Qualzucht gibt, wird sich an den oft tierquälerischen Zuständen nichts ändern. Zahlreiche Werbetreibende und einflussreiche Persönlichkeiten in sozialen Medien nutzen Katzenrassen wie Scottish Fold als Werbegesichter auf Plakaten oder Anzeigen, um die Emotionen potenzieller Käufer anzusprechen oder Reichweite zu gewinnen. Auch Zuchtverbände müssen ihre Standards überdenken. Gesundheit sollte immer die Priorität in der Zucht sein, nicht das Äußerliche bzw. die Leistung des Tieres. Weitere Informationen sowie unsere Tipps und Empfehlungen bezüglich Ernährung, Pflege und wie du deine Katze in kürzester Zeit stubenrein bekommst, findest du unten in der Beschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere unseren Kanal.